So, dann gucken wir mal, was da drin ist. Laufen, laufen, laufen und Giftdingens anziehen. So. Das sieht nicht gut aus. Stirb. Komm schon, stirb schneller. Ich sehe meine Lebenspunkteanzeige wieder nicht und da müsste jetzt Platz sein. Ist aber nicht. Ah, wenigstens jetzt noch von zwei Seiten. Und noch ein Heiltrank weg. Komm, das nicht durch. So. Jetzt haben wir anscheinend ein bisschen Platz. Ah, auch nicht wirklich viel. Ich lass mich schon wieder in die Ecke drehen. Und komm schon, komm schon, komm schon. Na gut. Dann halt neu laden. Ich hätte da jetzt zwar noch mehr Heiltränke verbraten können, aber das wäre es dann halt auch wirklich gewesen. Verbraten. Das können wir uns, glaube ich, nicht unbedingt leisten. Was machen wir jetzt anders? Wir ziehen von vornherein das Giftamulett an. Wir könnten ein paar Clickies verbrauchen. Ja, das machen wir nochmal. So, vorher nochmal ordentlich schlafen, damit wir die letzten Lebenspunkte auch zusammenbekommen. Dann suchen wir uns gleich entweder so einen Pilz ohne eine rote Kappe oder einen einzelnen kleinen Brokkoli und versuchen den möglichst schnell wegzuspammen. Wollen wir vorher einen Geschwindigkeitstrank trinken? Ja, warum nicht? So, einzelner 110 ist gut. 238, der ist richtig schick. Wahrscheinlich gerade absolute Verschwendung, aber sei es drum. Hui! Das macht Laune. So, und solange wir den Geschwindigkeitstrank haben, sollten wir ihn auch nutzen. Nicht einkesseln, nicht einkesseln. So. Das geht gut ab in der Geschwindigkeit. Ich sehe meine Lebenspunkte wieder nicht. Die sind bestimmt... Oh, Hälfte. Ja. Die sind bestimmt nicht so tief, wie ich dachte. Aber der Stab hat es echt in sich gehabt. Den hätten wir vielleicht doch mal aufbewahren sollen für die Fighters Challenge. Aber sei es drum, das kriegen wir auch so später irgendwie hin. Die können wir jetzt einfach schön mal rumtanzen. Ich hoffe mal, ich bin wach genug, um das Tanzen einigermaßen hinzubekommen. Denn ich würde ungern jetzt noch einen Heiltrank verschwenden. Denn das wäre es echt. Das wäre absolute Verschwendung. Die dürfte uns jetzt eigentlich gar nicht mehr treffen, wenn ich mich einigermaßen geschickt anstelle. Das ist nicht wirklich geschickt. So. Njam, njam. Noch ganz normale Pilze. Ein ganz normaler Pilz. Ah, das dürften wir hinkriegen. So, Schild kann schon mal wieder in die Hand. So. Das war ja ganz schick. Aber ist hier auch irgendwas außer der Schlüssel, um wieder rauszukommen? Klappen wir mal kurz rechts rum die Wand ab. Oh, zwei Schlüssel. Da lag doch auch noch einer. Und ich glaube, da musste man austauschen. Schlüssel gegen noch irgendwas. Nö. Hm. Komisch. Na gut, das kann da nicht rein, weil kein Platz da ist. Die Plattenhandschuhe wollten wir auch mitnehmen. Die Fackel kann weg. Die können wir nicht stapeln, oder? Nee, schade. Du kannst noch dahin und ich höre Gekrabbel. Und das wird eine Wurfaxt sein. So. Also, wir wollten eigentlich rechts an der Wand lang gehen, bevor ich mich wieder habe ablenken lassen. Und hier höre ich Feuerelementare. Na gut. Können wir uns später kümmern. Den Schädel sollten wir auch eigentlich mitnehmen, aber aufheben reicht schon mal für die Statistiken. Und ja, mitnehmen wegen der Schädelsammlung, direkt neben der Schätzesammlung, direkt neben der Edelsteinsammlung. Sammlung, Sammlung. So, also ein Schlüssel, nein, ein Schlüssel für die Tür und der andere Schlüssel ist dann für die andere Tür, die wir vorher nicht öffnen konnten. Aber erstmal schlafen wir hier drin, das müsste ja einigermaßen sicher sein. Also ich habe zwar im Süden,
also in der anderen Richtung, wo wir jetzt gerade stehen, die Feuerelementare gehört und eine Krabbe, glaube ich. Aber die werden wohl in irgendeinem anderen Teil des Dungeons sein. So, das reicht. Ja, hier irgendwo. Da, wo wir gleich rauskommen, oder? Ne, die Tür kriegt man, glaube ich, im Schlüssel auf. Wo sollten wir mal das ganze Zeug abladen? Wo ist unsere letzte Rumpelkammer? Ich nehme mal an, irgendwo bei der Treppe da hinten. Und wir laufen durch den Dungeon mit einem Schädel in der Hand. Ah, hier kommt der Blitzableiter. Da. Zip, zip, zip. Überall die Hämmer. Da wollte ich auch nochmal drunter gucken, ob da irgendwo vielleicht ein Schlüssel lag. Das hatten wir ja schon mal und wurde in den Kommentaren auch geschrieben. Nur so sicherheitshalber soll ich doch mal da nachgucken. Und ich sehe keine Rumpelkammer von uns. Na gut, dann wird erstmal hier bei der Treppe nach oben neu eingerichtet. So, die ganzen Plattenzeugs mit dem Stab, der ja auch ganz praktisch war. Den Bone-Amulett vorerst und Kräuter und Wurmäste. So, jetzt haben wir wieder genug Platz. Also, kein Schlüssel. Kein Schlüssel. Nö. Achten wir doch mal so ein bisschen auf den Boden. Aber da war nichts. Ne, hier hinten ist auch keiner von denen gestorben. Na gut, dann hatten die wohl keinen dabei. Ich glaube, das war in dem ganzen Spieldurchlauf auch nur einmal, dass ein Ogerschlüssel dabei hatte. Und das hatten wir schon. Jö. Den Teleporter haben wir jetzt benutzt. Da müssen die Markierungen nicht mehr stehen bleiben. Schlüssel in die Hand. Ja, hat man ein gutes Gefühl. Speichern wir mal lieber ab. Ja, jedes Mal passiert es wieder. Dann lösche ich 3, 4, 5 Speicherstände, denke mir, ach, jetzt reicht das für eine Weile und dann beißt mich das wieder in den Po. So, jetzt habe ich mal... Was? Nicht speichern. Was zur Hölle? Ich glaube, jetzt habe ich so um die 10 Stück gelöscht. Das müsste erstmal eine ganze Weile reichen. So, scroll, 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 scroll. Wir haben echt viele Speicherstände. So. LP036A. Jetzt gucken wir mal. Auf jeden Fall war hier mindestens ein Feuerelementar und eine Krabbe. Ich höre die Krabbe. Lauter Druckplatten, daran kann ich mich gar nicht erinnern. Ha, die werden wohl alle 4 gedrückt werden müssen. Na gut, was haben wir da? Das Kraut gegen Durchfall. Wow. Weg, 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 weg. Richtig gelaufen? Ich glaube schon. Jo. Jetzt könnt ihr ruhig kommen. Schön einzeln. Willst du deinem Freund nicht den Rücken brennen? Ah, schade. Ich glaube, ich habe immer noch das Giftteil an, oder? Also Feuerdings würde sich anbieten wegen weniger Schaden oder das andere wegen mehr Erfahrungspunkte. Das mache ich doch mal fix. Ach, wir haben das Erfahrungsteil schon an. Sehr schön. Gudi. Doofe Spinne. So. Da war das. Jo, und das Licht geht aus. Im Dunkel gegen Spinnen kämpfen. Das ist doch mal gruselig. Und natürlich auch gleich vergiftet. Komm schon. Stirb. Niam, niam, niam. Blauer Kristall war da oben irgendwo. Ah, nee, da schlafen wir doch erstmal ab. Oh, ich hätte vielleicht erstmal vorher gucken sollen, ob die Gegend überhaupt sicher ist. Wir hätten jetzt ganz locker gewone-hittet werden können. Aber da hatten wir wohl Glück gehabt. So. Gift müsste auch gleich zu Ende sein. Und selbst wenn nicht, der macht nur 1 oder 2 Schadenspunkte. Das passt. Aber wir sollten Licht machen. Klick, klick.
So, Rücken zum Gegner. Da. Also wir hatten jetzt alle vier gedrückt. Dann ging in der Mitte das auf. Müsste der Bereich hier gewesen sein. Aber da wird noch mehr freigelassen worden sein als nur die Gegner. Sonst wäre es in der Sackgasse hier. Die Tür da hinten auf? Nö. Ah. Oh, stimmt. Wollte ich eigentlich hier liegen lassen. So. Das wäre so prädestiniert für einen Schalter gewesen. Oh, Schalter. Okay. Oh, es geht so einfach wie ein Schalter drauf. Ja, drei Feuerelementare. Aber die werden wahrscheinlich hintereinander kommen, da der Gang ja so eng ist. Da bleibe ich doch bei den Erfahrungspunkten. Sehr weitläufig. Oh, kommen jetzt zum ersten Mal die Mönche? Sieht ein bisschen so aus. Ich wollte gerade sagen, warum schreit da eine Spinne? Weil die wird wohl aus Versehen angeschossen worden sein. Kann ich die Tür wieder zumachen? Ja, sehr schön. Dann bringen wir dich jetzt um. Dann gibt's ein neues Nickerchen. Ting, ting, komm schon. Keine Stamina mehr, das schaffen wir trotzdem. Ja, ich bin echt zu müde zum Ausweichen. Ah, was soll's, wir haben's doch so geschafft. Aber ja, der Gang war so richtig schön breit und ich glaube, in so einer Ecke war das, dass wir das erste Mal die Mönche getroffen hatten. Dann kam plötzlich um eine Ecke geschwebt das Ding mit seinem Schutzschild und hat mir echt eine Heidenangst eingejagt. Vor allem, man denkt ja auch, die sind irgendwie unsterblich, wegen dem Schutzschild halt, aber na gut, machen wir das da hinauf, bringen dich um und gucken dann, was hier noch so ist, außer lauter Wurfwaffen auf dem Boden. Da ist schon mal eine Nische. Was zu essen, Messer auf dem Boden. Hm, ich habe gerade irgendwas Komisches gehört. So, da ist schon mal wieder ein Feuerelementar. Und ich glaube, das Komische, was ich gehört habe, war der Blitzableiter oder irgendwas anderes. Vielleicht was zum Dismantler. Stimmt, den müssten wir eigentlich erst haben, bevor die Mönche kommen, oder? Ach, so lange ist es noch gar nicht her. Aber das passiert, wenn man so viele Projekte hat. Da wird halt immer der Speicher zwischendurch geleert. So, hier sind schon mal keine Schalter. Darauf sollte ich auch zwischendurch mal so ein bisschen achten. Sonst müssen wir das alles zwei- und dreimal durchlaufen. Also, hier waren schon mal keine Schalter. Da ist irgendein Zugang zum Blitzableiter oder Dismantler. Was ist es? Ah, hier ist der Dismantlerraum mit dieser komischen Spinne drin. Das machen wir aber gleich erst. Erstmal gucken wir hier noch kurz zu Ende. Tada. Sehr schön. Secret. Eine Kiste mit Armbrustbolzen und Wurfechsen. Na gut, nicht wirklich beeindruckend, aber es ist ein Secret mehr. Und wir wollen die ja alle haben. Sü. Also da hat man schon nach Knöpfen geguckt. Gucken wir nochmal kurz hier. Einmal links die Wand lang. So, dann müssen wir noch da hinten in die Ecke. Aber schaut nicht gut aus. Da wir gerade erst das Secret da gefunden haben, wäre es unwahrscheinlich, dass direkt daneben gleich noch einer ist. Aber lieber gründlich als zehnmal laufen. Hm. Nö. Na gut, dann da hinten hin. Und speichern wir hier mal ab. Und in der nächsten Folge dürfen wir uns damit der tanzenden Spinne anlegen. LP 036B. Also dann, bis gleich.